Royal Family, Weihnachtslunch, doch Prinz und Co. werden verbannt. Jede Familie hat ihre Weihnachtstraditionen, so auch die britische Royal Family. Am Dienstagmittag, 20. Dezember 2022, hatte König Charles, 74, zum Weihnachtslunch auf Schloss Windsor geladen. Eine Möglichkeit, Verwandte zu sehen, die am ersten Feiertag nicht zur Familie stoßen werden. Zuvor richtete das jährliche Treffen seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth, 96, aus. Die Mini-Royals dürfen aber nicht an der Erwachsenentafel speisen. Das hatte Mike Tindall, 44, Ehemann von Queen-Enkelin Zara, 41, nach Angaben der britischen Zeitung Daily Mirror in seinem Podcast The Good, The Bad and The Rugby ausgeplaudert. Beim diesjährigen Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie ist alles anders, es ist das erste Mal seit 70 Jahren, dass nicht die Queen als royales Oberhaupt die Feierlichkeiten anführt, sondern ihr Sohn Charles und dahinter der neue Prince of Wales. 40. Es wird erwartet, dass Prinz Louis, 4, sein Debüt beim traditionellen Spaziergang zur St. Mary Magdalene Church am 25. Dezember feiern wird, ebenso wie Königin Camillas. 75, Kinder Thomas Tom Bowles, 48, und Laura Lopez, 44, aus der Ehe mit Andrew Parker Bowles. 82. Das behaupten zumindest Palastinsider gegenüber den Publikationen The Mirror und The Sun. Bereits bestätigt, Sarah Ferguson, 63, die das erste Mal seit 30 Jahren wieder in Sandringham erscheinen wird. Mit Sicherheit wird es ein emotionales Fest werden. Der ehemalige königliche Butler Grant Harold, 44, der 7 Jahre lang für Charles und Camilla arbeitete, sagt gegenüber Daily Mirror, ich denke, dass es für sie dieses Jahr sehr emotional werden wird und ich habe keinen Zweifel, dass am Tag oder in der Nacht davor Tränen fließen werden, weil sie sich an sie, die Queen, Anmerkung der Redaktion, erinnern werden. Anführungszeichen. Doch bereits vor dem eigentlichen Weihnachtsfest, das in der Form 3 Jahre pausieren musste, wurde auf Schloss Windsor bereits ordentlich geschlemmt. Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen unter anderem Camilla und Charles, Prinzessin Anne, 72, Ehemann Tim Lawrence, 67, Tochter Sarah und Mike mit ihren Kindern sowie Prinz Edward, 58, und Gräfin Sophie, 57, mit ihrem royalen Nachwuchs vor dem Schloss ankommen. Die Kleinen müssen aber beim Truthahn-Mittagessen in einen anderen Raum ausweichen. Während sich Mike Tindall an den traditionellen Lunch vor Weihnachten erinnert, ich saß am Tisch von Prinz Charles. Es war herrlich, plauderte er auch aus, dass seine Kinder sowie Prinz George, 9, und Co. auf einen anderen Raum ausweichen müssen. Es gab 7 Tische. Also müssen wir ungefähr 70 Leute gewesen sein. Die Kinder haben ihren eigenen kleinen Tisch in einem anderen Raum. Keine Seltenheit. Auch bei anderen Familienfesten in nicht royaler Runde gibt es oft einen extra Tisch für die kleinen Gäste. Verwendete Quellen: Mirror Co. UK, Daily Mail Co. UK, Tesun Co. UK.